Es ist Dienstag, der 14. Mai 2019. Sie sehen das SKB-Journal vom Stadtfernsehen Brandenburg und das sind unsere Themen. Für ein generelles Tempolimit in der Stadt keine Mehrheit. Hauptausschuss will sich nicht überall auf 30er-Zone festlegen. Festveranstaltung auf Schloss Gollwitz, 10 Jahre Begegnungsstätte für Jugendliche aus aller Welt. Und Familienferienstätte St. Ursula besucht. Bundestagsabgeordnete Dietlen Thiemann betont die Wichtigkeit dieser Einrichtung. Ja, liebe Zuschauer, und damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal. Noch eine Stadtverordnetenversammlung wird es vor der Kommunalwahl geben. In dieser Legislatur tagte der Hauptausschuss am Montagabend zum letzten Mal. Viele brisante Themen waren dabei nicht auf der Tagesordnung. Vorerst wird es keine Tempo-30-Regelung für die ganze Stadt geben. Dies ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus Vertretern von Verwaltung und den Fraktionen. Der Aktionsplan Lärmminderung wurde dann bei Enthaltung der SPD-Vertreter der SVV einstimmig zur Zustimmung empfohlen. Alle Tempoveränderungen, also auch weitere Limitierungen auf 30 km/h, sollen zukünftig der SVV vorgelegt werden. Ein Antrag der SPD zum Erhalt des Brandenburger Kostümverleihs wurde abgelehnt. Ein Kulturgut retten, so war der Antrag formuliert. Nur die SPD-Vertreter stimmten ihm zu. In Anspielung auf Kevin Kühnerts Enteignungsideen zeichnete der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Dirk Stieger, die Idee von Britta Kornmesser, den Kostümverleih der Stadt zu unterstellen, als neokommunistische Verstaatlichungsaktion. Erholung, Bildung und Begegnung. Unter diesem Motto steht die Familienferienstätte St. Ursula in Kirchmöser. Familien können hier einmal in toller Naturumgebung abspannen. Dr. Dietlen Thiemann, die hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete, besuchte diese Einrichtung mit einem Bundestagskollegen. St. Ursula, so Dietlen Thiemann kenne und schätze sie schon lange. Es sei eine Bereicherung für die Region, sagt sie. Zwar ist das Haus in der Trägerschaft des Landes Sachsen-Anhalt, aber den Nutzwert habe Kirchmöser, meint Dietlen Thiemann. Ein Industriestandort eingebettet in eine wundervolle Natur. Landschaftlich reizvoll liegt die Ferienstätte direkt neben dem Möserschen See und Dietlen Thiemann schaute sich zusammen mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten auf dem rheinisch-bergischen Kreis Dr. Hermann Josef Tebrocke die Einrichtung an. 100 Betten befinden sich im Haus, zahlreiche Familien können hier entspannen. Tebrocke zeigte sich beim Rundgang begeistert. Er ist Vorsitzender des katholischen Arbeitskreises für Familienerholung. Er weiß, dass eine solche Anlage nicht ohne weiteres zu finanzieren ist. Wir haben ja grundsätzlich zu unterscheiden die Finanzierung des laufenden Betriebes und dafür sind die einzelnen Einrichtungen zuständig und das gelingt hier auch in dieser Einrichtung wohl sehr gut. Daneben gibt es Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und größeren Anschaffungen und da gibt es eine grundsätzliche Einigung mit dem Bund, dass bestimmte Projekte, die der Bund mitfördert, zu einem Drittel vom Bund, zu einem Drittel vom Land und zu einem Drittel vom Träger finanziert werden sollen und das ist nicht immer ganz einfach. Es ist nicht immer leicht für die Heimleitung, solch ein Haus zu finanzieren. Das Angebot ist riesig, Seminar- und Gruppenräume, einige behindertenfreundliche Zimmer, Hauskindergarten, Spielplatz und Essen aus eigener Küche. Auch Freizeitveranstaltungen können hier abgehalten werden. Wenn nur ein Finanzierer ausfällt, dann scheitert so ein Projekt. Und dann führt das dazu, dass Einrichtungen auch wie diese sich dann um andere Quellen bemühen müssen. Und das ist eine Belastung für solche Einrichtungen. Ich glaube, da könnten wir auch als Bund noch ein bisschen mehr tun. Und genau da will die Bundestagsabgeordnete Dr. Dietlen Thiemann auch unterstützend eingreifen. Jetzt sitze ich in verantwortlicher Rolle ja im Bundestag und da geht es einfach darum, erstens, welche Möglichkeiten gäbe es denn überhaupt, um eine Förderung hier anzuwenden. Und da haben wir uns darauf verständigt, dass in dem Fall Herr Kriesel mit dem Träger zusammen mal zusammenträgt, was alles in den nächsten Jahren ansteht. Und mit dem Kollegen Tebrocke zusammen, wir werden uns sicherlich dann auch noch einen Kollegen aus Sachsen-Anhalt dazu holen, einfach mal schauen, was kann man in den bestehenden Möglichkeiten der Förderung machen. Aber vielleicht kann man auch ein Projekt, was vorgesehen ist, ein Stückchen anders anordnen. Sprich, in der inhaltlichen Formulierung so durchführen, dass man überhaupt eine Bundesförderung möglich hat.
Mal sehen, was sie erreichen kann. Das Schöne an der Einrichtung ist, sie bietet Menschen, egal welchen Alters, Religion oder Herkunft, Raum für Erholung, Wanderungen, Bootsfahrten und es gibt sogar pädagogische Begleitung und Kinderbetreuung für Familien. Zur Kommunalwahl 2019 sehen Sie einen Wahlwerbespot der Christlich-Demokratischen Union. Für den Inhalt der Wahlwerbung sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Am 26. Mai entscheiden wir über die Zukunft unserer Stadt. Wir sind hier im Laufpark Görben. Unser Wahlkreis umfasst aber Main-Zien, Kirchmöser, Plaue und Hohenstücken. Hohenstücken muss sich verändern. Wir wollen dort mehr Einfamilienhäuser bauen. In Plaue soll der Radweg im Schlosspark erneuert werden. In Kirchmöser muss sich der Bahnhof weiterentwickeln und die Taktseiten sollen erhöht werden. Hier in Görden wollen wir nicht nur die Straße Heidenstraße und Brahmstraße sanieren, sondern wir wollen den Laufpark Görden weiterentwickeln. Wir wollen ihn interessanter machen und am Gördensee ein Naherholungsgebiet entwickeln. Politik lebt von guten Ideen und von Menschen, die diese umsetzen. Zur Kommunalwahl 2019 sahen Sie einen Wahlwerbespot der Christlich-Demokratischen Union. Für den Inhalt der Wahlwerbung sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Das Brandenburger Theater präsentiert das Drama von Arthur Miller, Tod eines Handlungsreisenden. Deutsch von Volker Schlöndorff und Florian Hopf. Die dramatische Geschichte. Willi Lohmann hat sein ganzes Leben für Anerkennung und bescheidenen Wohlstand gearbeitet. Fast 40 Jahre reiste er als Handelsvertreter durchs Land. Damit konnte er seiner Frau und seinen beiden Söhnen eine Existenz sichern. Doch nun ist er am Ende. Die Stammkunden sind weg, jüngere Kollegen arbeiten effizienter, jede Dienstreise wird zur Qual. Es ist das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Doch er kann sich sein Scheitern nicht eingestehen. Als er vom jungen Chef gefeuert wird, gerät Willi in eine tiefe Sinnkrise. Es droht der finanzielle Ruin der Familie. Ich habe dieser Firma 34 Jahre geopfert und heute kann ich nicht mal meine Versicherung zahlen. Du kannst die Zitrone nicht auspressen und deine Schale einfach wegwerfen. Ein Mensch ist doch kein Abfall. Willi Lohmann verliert die Achtung vor sich selbst. Er sieht nur noch einen Ausweg, Selbstmord. Als Autounfall getarnt, damit die Familie die Versicherungssumme kassiert. Arthur Millers Gesellschaftstragödie, uraufgeführt 1949, erzählt die Geschichte über das Scheitern. Ein Mann scheitert an einer Arbeitswelt, die nur noch Gewinnmaximierung als Maßstab anerkennt. Doch nicht nur er verliert seine Identität, mit ihm scheitert eine ganze Gesellschaftsschicht. Aus der große amerikanische Traum mit Wohlstand für alle. Inszenierung Wolf E. Ralfs mit Hannes Liebmann, Katrin Steinke und Matthias Hinz. Eine Aufführung des Theaters der Altmark in Stendal. Am Samstag, dem 18. Mai um 19.30 Uhr auf der Hauptbühne des Großen Hauses. Karten an der Theaterkasse oder unter 03381 511 111. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen.
Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonart Rose. Das Schloss Gollwitz ist ein Ort der Begegnung für jüdische und nicht-jüdische Menschen. Hier gibt es zahlreiche Angebote für die außerschulische Jugendbildung, speziell der politischen Bildung und der Jugendbegegnungsarbeit. Das Ganze nun schon seit 10 Jahren und das ist Grund genug, es zu feiern und zwar mit viel Prominenz. Am Wochenende gab es trotz des schlechten Wetters in Gollwitz Grund zum Feiern. Die Begegnungsstätte Schloss Gollwitz feierte 10-jähriges Bestehen. Das wurde aber nicht nur mit dem Schlossfest am Samstag gefeiert. Schon am Freitag gab es eine Feierstunde, zu der sich viele Gäste aus Politik und Wirtschaft eingefunden haben. Prominentester Gast war der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster. Mit ihm waren sich alle einig, dass sich Juden in Deutschland wieder zu Hause fühlen, das hat sehr viel mit Orten wie der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz zu tun. Denn bei allen beunruhigenden politischen Entwicklungen, die wir konstatieren müssen, dürfen wir doch nicht vergessen, die große Mehrheit im Land wählt weder rechts noch linksextrem, ist auch nicht rassistisch oder antisemitisch eingestellt. Hier in Schloss Gollwitz leisten Sie Ihren Beitrag dazu, dass dies weiterhin eine große Mehrheit bleibt. Im Namen der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland wünsche ich Ihnen daher für die Zukunft weiterhin so viel Erfolg und auch das haben Sie angesprochen, Herr Professor Brand, stets eine ausreichende Unterstützung. Wir verfolgen Ihre Arbeit mit Dank und großer Anerkennung. Professor Dr. Brand, der Vorsitzende der Stiftung Begegnungsstätte Gollwitz, macht an einem Beispiel deutlich, warum die Arbeit, die in Gollwitz geleistet wird, so wichtig ist. Die auflagenstärkste deutsche Zeitung mit den großen roten Buchstaben machte in der vergangenen Woche sowohl im Internet als auch in ihren Printausgaben mit dieser Schlagzeile auf. Danach soll Mohammed in allen diversen Schreibarten der beliebteste Vorname von neugeborenen Jungen in Berlin sein. In ähnlicher Weise ist dies in den Printausgaben der Zeitung in Nordrhein-Westfalen und im Saarland auch erschienen. Diese Meldung wurde unter anderem im Ausland, wie hier ersichtlich, dankbar aufgenommen von Medien, die nicht eben für ihre Menschenfreundlichkeit bekannt sind. Hintergrund dieser Meldung ist eine Studie der Gesellschaft für deutsche Sprache, die festgestellt hat, dass von insgesamt 22.177 Jungen, die im Jahr 2018 in Berlin geboren wurden, genau 280, also weniger als 1,3%, den Vornamen Mohammed haben. 280 von 22.177. Welchem Hirn ist eingefallen, dass damit ein arabischer Vorname der beliebteste Vorname in Berlin sei, wenn fast 98,8% der neugeborenen Jungen anders heißen? Wir werden uns auch weiterhin derartigen Bestrebungen entgegenstellen. Herausgeber und Verlegerin des Blattes sollten sich schämen. Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen, die ähnliche Kampagnen fahren. Im Rahmen der Feierstunde wurden auch die Ergebnisse des Clips for Europe-Projekts vorgestellt. Alle 5 Clips wurden in der letzten Woche erstellt und kamen mit Themen wie Umweltschutz und Toleranz beim Publikum super an. Am Mittwoch beginnt die pazifische Hurricane-Saison. Neuere Untersuchungen zeigen, dass aufgrund des Klimawandels und der steigenden Wassertemperaturen auch das Risiko besteht zur Bildung von pazifischen Wirbelstürmen auf dem Mittelmeer. In den nächsten Tagen werden wir allerdings keine tropischen Temperaturen bekommen. Hier sind die Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Am Mittwoch erwarten wir 13 Grad und es wird heiter. Am Donnerstag soll es dann gewittern bei 16 Grad und auch der Freitag ist eher unbeständig bei 18 Grad. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Dienstag und weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil des SKB-Talk-Redaktionsbesuches mit meinem Kollegen Gerd Glaser und seinem Gast, dem Europawahlkandidaten der CDU, Dr. Christian Ehler. Ich wünsche gute Unterhaltung und verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Talk mit dem Europaabgeordneten Teil 2, Dr. Christian Ehler von der CDU.
Schön, Herr Dr. Ehler, dass Sie wieder da sind. Ja, wir haben ja gesprochen über die strukturellen Probleme des Landes Brandenburg und darüber, wie Europa Brandenburg auch helfen kann oder umgekehrt, wie das Verhältnis ist. Und nun sind Sie ja der Europaabgeordnete der CDU und einen richtigen Gegenkandidaten haben Sie in dem Sinne ja nicht mehr, weil der Trickster Simon Faut von der SPD ja von uns entlarvt wurde. Und deswegen kommt die SPD da ja, glaube ich, gar nicht mehr richtig in Schwung im Europawahlkampf. Ich habe einmal in einer Veranstaltung erlebt, wo er, also wir waren aber im Bauernverband und wo er erklärt, er würde mehr so internationale Politik machen und er sähe mehr die globalen Zusammenhänge. Wir haben da eigentlich relativ robust über Landwirtschaftsreformen diskutiert und über den Wolf. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da jemand so aus der Helikopterperspektive einschwebt. Über seine persönlichen Motive für diese merkwürdige Form von politischem Selbstmord möchte ich einfach nichts sagen. Ja, klar. Das verstehe ich auch. Aber es war natürlich sicherlich auch richtig, dass er von der Bildfläche verschwunden ist, nachdem was er da veranstaltet hat, weil das ist ja, führt ja nun wirklich zur Politikverdrossenheit. Ja, es hat, das Schlimme an der Sache ist im Grunde genommen, da ist eine Regierungspartei, die seit 30 Jahren an der Regierung ist. Und wie man immer man Europa findet, aber Europa ist Teil des Handwerkszeugs einer Landesregierung. Ja, sie müssen Dinge genehmigen lassen, sie wollen Gelder haben und so weiter. Und im Grunde genommen hat natürlich die SPD sich höchst fahrlässig, um sozusagen das Instrument Europaabgeordneten gebracht. Ja, das Problem ist ja einfach, die SPD wird einfach keine Europaabgeordneten haben. Und sie ist ja doppelt bestraft. Also das war kann keinen richtigen Europawahlkampf machen. Was so, auch noch dazu Herr Faut hat sozusagen einen individuellen politischen Selbstmord begangen. Das ist seine Sache. Aber es ist natürlich für ein Land nicht gut, wenn beispielsweise auf der Bundesliste der SPD überhaupt also ein Ostdeutscher oder ein Brandenburger Abgeordneter gar nicht mehr unterzubringen ist. Ja. Und jetzt bleibt halt abzuwarten, ob Frau Barley nun sozusagen die brandenburgischen Interessen im Europaparlament die vertreten wird. Vor allem momentan die Interessen von Herrn Kühnert, wenn man manche Äußerungen von ihr hört. Also da ist man schon manchmal sehr erstaunt. Also ich glaube einfach, mir geht es nicht darum, so parteipolitische so Schwarz-Weiß-Bilder zu machen. Ist klar. Aber ich glaube sozusagen, es ist schon Ausdruck des Machtverfalls und auch der Ideenlosigkeit und so einer sklerotischen Entwicklung in der SPD, dass man sagt, also irgendwie haben wir den Europaabgeordneten verloren. Man hat aber auch nicht das Gefühl, dass da großes Bedauern ist oder dass man das versucht zu kompensieren oder der Ministerpräsident sagt, aber wir haben die und die europapolitischen Vorstellungen. Man ist nicht präsent, man macht praktisch keinen Wahlkampf und hat irgendwie gesagt, naja, Pech gehabt. Das ja, es hat ist so ein bisschen so ein Betriebsunfall. Bei uns noch weitergezogen hier in Brandenburg in der Havel. Herr Faut war ja nicht ganz alleine. Er hatte hier auch noch zwei Mithelfer, die ab einem gewissen Zeitpunkt sogar wussten, dass er hier keine Wohnung hatte und hatten die noch gedeckt hier über einen längeren Zeitraum, der Vorsitzende und die Landtagskandidatin. Und die aber bis heute auch keinerlei Unrechtsbewusstsein zeigen. Also das ist für uns hier auch oder für viele hier in der Stadt auch, was die Kommunalwahlen angeht, eigentlich das beherrschende Thema, dass wir hier, dass auch bei der Bevölkerung das auf völliges Unverständnis stößt, dass man so eine Geschichte auch nicht richtig hier vor Ort aufarbeitet. Aber kommen wir nochmal, Herr Dr. Ehler, zu einem wichtigen Thema Bildung. Bildung war ja auch auf dem letzten CDU-Landesparteitag ein ausschlaggebendes Thema. Das heißt, auch die CDU hier im Land Brandenburg hat ja einen neuen Fokus, mehr in Richtung Bildungs- und Sozialpolitik als vielleicht früher noch andere Felder zu bedienen. Bildungspolitik, ich glaube, da wurde ja auch oder wird in Europa auch eine ganze Menge gemacht. Ja, ich habe ja ganz bewusst auch im Wahlkampf nicht so dieses Friede, Freude, Eierkuchen-Thema, sondern ich habe ja auch einige Plakate geschrieben, Europa macht schlau, 200 Millionen für die Bildung in Brandenburg. Also ich hatte vorher gesagt, wir haben über Jahre die ganzen Oberstufenzentren in Brandenburg wieder hergerichtet oder gebaut. Das sind alles aus europäischen Mitteln. Also es gab immer schon einen Schwerpunkt aus Europa, Bildung, Ausbildung in den Regionen zu fördern. Und ich glaube, das Thema ist uns als CDU so wichtig, weil wir vor großen Herausforderungen stehen. Ja, wir werden den Klimawandel angehen, wir werden künstliche Intelligenz wird unsere Arbeitswelt verändern. Wir stehen vor großen Umbrüchen. Und die Angebote sind ja im Grunde genommen sozusagen, wir schützen euch. Ja, also wir sozialisieren jetzt die Volkswirtschaft, wir enteignen. Also Herr Künast hat ja so merkwürdige Fantasien, dass der Staat jetzt alles ersetzt und so nach dem Motto, wenn wir nur alles verstaatlichen und so weiter, dann wird schon nicht so schlimm werden. Ich glaube, dass die CDU den richtigen Weg geht und sagt,
ja, wir müssen für die Menschen was tun. Wir müssen über Förderprogramme in Bildung, in Ausbildung, in Weiterbildung investieren. Aber unser Menschenbild ist, dass wir die Leute ertüchtigen wollen, die nächste Generation, mit diesen Herausforderungen selber umgehen zu können. Nicht das Schutzversprechen, sondern das Mutmachen und positive Betrachtung der Zukunft. Und insofern ist, glaube ich, spielt da das, was wir uns auch für die Landtagswahlen und nach einer Regierungsbildung vorgenommen haben, dass das ein Fokus ist, viele Zukunftsthemen zu bewältigen. Und jetzt mal ganz ernst, wir beide, auch viele andere Menschen sagen, wir tun ja viele Dinge für unsere Kinder. Wir wollen in der nächsten Generation wissen, dass es weitergeht, dass da eine Perspektive ist, dass die entsprechend qualifiziert sind. Und was kann man Kindern besser mitgeben als Ausbildung? Ja, was zu lernen, ein Facharbeiter zu sein, eine Berufsausbildung zu machen, auf die Universität zu gehen, auf eine Fachhochschule zu gehen. Das ist das Rüstzeug. Und ich glaube, dass viele Menschen das wissen wollen. Sie wollen nicht ein Bildungssystem, was von Stundenausfall, von auch einer Relativierung der Leistungen und so weiter ausgeht, sondern sie wollen ein so gut wie möglich die Voraussetzungen schaffen, dass es der nächsten Generation gut geht. Ich tue vieles in meinem Leben im Grunde genommen nicht mehr für mich selber, sondern ich sage, ich tue es für meine Kinder. Und ich glaube, Bildung ist die große Antwort für die Herausforderungen der Zukunft. Nun gibt es, Herr Ehlers, hier keine Frage, d'accord, ein großes Problem. Wir haben nationale, starke Regierungen, siehe Ungarn, rechtsorientierte. Mittlerweile, wir haben eine AfD, die Europa auch in Grundzügen oder jedenfalls die Institutionen ablehnt. Wird das für Europa in Zukunft auch nach den Wahlen noch eine ganz andere Herausforderung werden? Ja, ich glaube, es ist eine große Herausforderung, weil zum ersten Mal, machen wir uns mal nichts vor, ist natürlich auch die Zukunft Europas herausgefordert. Ja, ich denke mal, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen wird, ja, unter großen Schmerzen, wie man ja merkt, zeigt sozusagen, dass das, was wir oft für gegeben halten, nicht gegeben ist. Europa ist immer noch ein freiwilliger Zusammenschluss. Er beruht nicht sozusagen, ist keine Zwangskonstruktion, sondern sie kommen eben, können auch sagen Nein zu Europa. Nur ich glaube, dass der Brexit auf der anderen Seite auch den Appetit für so populistische Ankündigungen und so weiter so ein bisschen gestillt hat. Ja, man sieht ja einfach, was das für eine Katastrophe ist für die britische Wirtschaft, für die Forschung, für die Zivilgesellschaft. Ja, wir leben in einem sehr viel tiefer integrierten Europa, als es nur politisch so ausschaut. Ja, es sind ja die Menschen, die in Europa, in anderen Ländern zeitweise arbeiten. Es sind die Unternehmen, die über die Grenzen hinweg investieren. Es sind die Netzwerke an Forschung und Entwicklung sozusagen, die längst europäisch und nicht mehr national sind. Und insofern haben wir eben zwei gegenläufige Tendenzen. Wir haben auf der einen Seite das Spielen mit der Zukunft Europas. Auch so heißt, ich meine, die AfD sagt, sie will das Europaparlament auflösen. Das ist so nach dem Motto, wir eins machen wir kaputt, aber die anderen schauen wir mal. Das sind natürlich im Grunde genommen Vorstellungen, die vollkommen unrealistisch sind. Und wir müssen dem aber auch begegnen, weil mir geht es auch nicht darauf, um auf die AfD draufzuhauen. Wenn Menschen Fragen haben, ja, dann muss man Antworten dafür finden und nicht grundsätzlich sagen, eine Partei ist falsch. Ja. Die Partei ist aus meiner Erachtens falsch. Ja, sie hat sich im Europaparlament. Aber die Sorgen und Nöte sind. Aber die Sorgen und Nöte sind, ja, ja, haben eine Berechtigung. Ja, ja. Aber ich glaube, dass der Brexit gezeigt hat, dass so populistische Antworten im Grunde genommen nicht funktionieren. Was hat man den Engländern versprochen? Wenn sie aus der Europäischen Union austreten, dann haben sie 500 Millionen Pfund mehr für ihr Gesundheitswesen, was war. Gar nichts. Der Brexit kostet die Briten. Ja. Sie müssen das alles ersetzen, was sie an Strukturen über Europa hatten. Für die Wirtschaft ist es ein Debakel, auch international. Heutzutage sozusagen, sie werden Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten oder mit China natürlich schließen können, wenn sie sagen, wir sind 500 Millionen Europäer, haben sie was zu sagen. Wenn sie heute sagen, ich bin Großbritannien, wenn man mal ehrlich ist, auch Deutschland, dann ist das nicht mehr die Ebene, wo Sie heute mit den Vereinigten Staaten oder China verhandeln können. Wir brauchen, sagen wir mal, die relative Größe dieses Binnenmarktes. Großbritannien oder die Engländer schon immer ein bisschen dazu geneigt, sich ein bisschen
in der Rolle noch zu sehen, die vielleicht in früheren Jahrhunderten aktuell war. Also, ja, natürlich. Ja, das ist so eine Empire-Vorstellung, ja, ist ja nach wie vor bei denen vorhanden. Ja. Das ist wahr. Nur, daraus kam das ja auch heraus. Ja, aber es ist so ein bisschen, da wird auch so ein hat Bild. Hat ja auch nie die Euro-Währung. Ja, aber da wird natürlich auch ich habe ja sehr viele Veranstaltungen in Großbritannien auch gemacht, gerade so im Forschungsbereich. Und das Problem ist ja, da wird ja so eine Vorstellung, wir kehren zu einem England zurück, sozusagen des Empires und so weiter. Genau. So, wenn Sie aber mal angucken, was war 1905, so das ist Edwardian England, so wie wir uns das im Grunde immer so ein bisschen vorstellen, wie wir es aus Filmen kennen, Sherlock Holmes und so weiter. Aber was war damals? Es gab kein allgemeines Wahlrecht. Die meisten Leute, die Arbeiter waren und so weiter, hatten überhaupt kein Wahlrecht. Es gab kein Frauenwahlrecht, es gab keine Gewerkschaften. Das Land war tief gespalten in einer Klassengesellschaft. Ja, also da wird so eine Vergangenheit erweckt, zu der kann man gar nicht zurückkehren, weil sie hat es gar nicht gegeben. Die es gar nicht gegeben hat, ja. Ein Wort noch zur FDP, die wollen einen Bundesstaat, habe ich jetzt gelesen, sogar machen aus Europa. Das ist natürlich auch in ihrem Europawahlprogramm, also das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja, das ist schon auch ein bisschen, also auch intellektuell verwirrend. Ja. Ja, wir haben in Europa der Vaterländer. Genau. Wir haben uns nach den traumatischen Erlebnissen des 20. Jahrhunderts zu einem politischen Europa zusammengeschlossen, wo wir sagen, bestimmte Dinge wollen wir auf europäischer Ebene lösen. Dazu haben wir auch das Instrumentarium, wir haben ein Parlament, wir haben also Kontrollinstanzen, aber bestimmte Ebenen sozusagen bleiben sozusagen bei den Nationalstaaten. So ein Bundesstaat à la USA und oder sowas, das sieht die CDU jedenfalls nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen und ich glaube auch, dass viele Menschen das nicht nachvollziehen können. Das glaube ich auch, ja. Also das ist sicherlich dann auch. Und ich glaube, dass man auch Europa also die Souveränität des deutschen Staates ist ja sicherlich auch ein großer Unterscheidungspunkt der Union zu anderen Parteien, sollte schon gegeben bleiben. Ja, in Brüssel, also politisch ist das dort auch viel normaler. Ich habe in meinem Büro eine deutsche Fahne stehen. Hm. Ja. Mich haben gelegentlich... Das irritiert ja wahrscheinlich schon einige. Ja, steht eine deutsche Fahne, eine europäische Fahne. Und wenn mich gelegentlich Journalisten besuchen und so weiter, sagen die immer, ja, aber ist das jetzt Ausdruck eines Nationalismus und so weiter? Mich hat noch nie ein Engländer, mich hat noch nie ein Franzose, mich hat noch nie ein belgischer Kollege gesagt, warum ich eine Fahne in meinem Zimmer habe. Hm. Ja, es ist ein natürlicher Ausdruck, du bist ein Deutscher, also hast du eine deutsche Fahne. Also insofern möchte ich noch mal ein bisschen werben dafür, dass Brüssel will gar nicht so vereinnahmen. In Brüssel ist es sehr viel selbstverständlicher, Deutscher zu sein, als man das hier manchmal so sagen kann. Denn wenn ich hier eine Fahne in meinem Büro habe, dann bin ich ja schon grundverdächtig sozusagen. Dann haben Sie schon am Tag, eine Stunde vorher mit der AfD telefoniert. So, also insofern in Brüssel hat man eigentlich ein sehr viel natürlicheres Verhältnis dazu, dass ein Deutscher ist, ein Franzose und ein Belgier ein Belgier. Stimmt, ja. Wir wollen nur sozusagen zu unserem gemeinsamen Guten die Dinge einfach gemeinsam machen, von denen wir alle gemeinsam profitieren. Und ich will noch mal sagen, wenn wir jetzt in unsere unmittelbare Nachbarschaft schauen, in die Ukraine schauen oder gehen Sie nach Afrika, der Wert, auch Interessenkonflikte friedlich zu lösen, den sollten wir nicht geringschätzen. Wir nehmen es als zugegeben, dass sozusagen der Frieden in Europa, der seit über 50 Jahren herrscht, ein ewiger ist. Ja, und wir werden doch große Anstrengungen machen müssen, dieses Europa zu erhalten, auf der Basis dessen, dass auch wenn wir gegensätzliche Interessen haben, dass wir sie friedlich lösen und nicht mit den Mitteln, wie wir sie 900 Jahre lang gelöst haben, nämlich mit Krieg. Das ist ein gutes Wort zum Abschluss. Ich glaube, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, so denken doch hoffentlich viele und alle. Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Dr. Christian Ehler, für den Besuch hier, der Europaabgeordnete der CDU. Und 26. Mai, das ist dann Ihr Tag und der Tag für Europa. Und ich glaube, man sollte zum Schluss doch nochmal sagen, dass die Menschen überhaupt zur Wahl gehen sollen, dass es ganz wichtig ist. Ja, und ich glaube, es ist schon auch ein Stück weit eine Zeit, wo man sich auch mal bekennen muss. Ja, wir sind schon herausgefordert, dass so alles kaputt gemacht wird, alles in Frage gestellt wird und einfach mal ein Bekenntnis zu sagen, ist nicht alles gut. Aber das ist schon ein großes Friedenswerk und wir sollten uns schon bekennen. Und der Brexit hat uns schon gezeigt, welche katastrophalen Auswirkungen das hat, wenn man einfach ohne zu überlegen sagt, jetzt raus und irgendwo anders hin.
Ich glaube, dass gar nicht richtig weiß, wie es weitergeht oder wie man es überhaupt macht und was danach kommt. Ja. Und das, ich glaube, das einfach dabei bedenken. Ja. Und ich glaube schon, dass man auch wir als Brandenburger sagen können: Wir haben von Europa sehr profitiert. Das ist ein gutes Schlusswort. Ihnen alles Gute. Dankeschön. Auch privat für die Zukunft. Dr. Christian Ehler, der Europaabgeordnete der CDU, war hier. Wir sprachen über die bevorstehenden Europawahlen am 26. Mai. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.